Jo Leute, man hört ja immer, ne? Die Sachsen sind die Dummen, der sächsische Dialekt, Alter, ist ja fast schon eine neue Sprache, ne? Und wir dachten uns einfach, wir machen jetzt mal ein Video drüber, über einige Vorurteile. Wir haben natürlich auch Freunde im Westen und die sagen ja auch mal so, der Osten, das ist für uns Neuland. Ja, wenn ihr das Video jetzt seht, habt ihr ja schon mal einen kleinen Beweis. Wir im Osten, wir haben sogar Kameras, ja? Wir haben Strom. Was immer wieder auffällt, ist, dass einige Sachsen sehr ungern gefilmt werden. Das ist einfach mal was. Aber mach die scheiß Kamera aus, die Fötze! Mach die aus! Ich nehme mich aus, Lammer. Mach die Kamera aus, aber Fötze, aber hier wird nicht gefilmt, hast du verstanden? Alter, hast du... und ja, Leute, ihr habt recht. Die Stasi weilt immer noch unter uns. Ja, und wir Sachsen sind ja auch gar nicht hässlich. Ich meine, man sieht's ja an mir. Was den Sachsen ja auch immer wieder vorgeworfen wird, ist die Ausländerfeindlichkeit, was ja nie jemand so richtig verstehen kann bei den Zweien, die wir hier haben. Pegida! Ausländer raus! Darf ich jetzt wieder reinkommen? So Leute, und wenn es euch mal auf dem Planet Sachsen verschlagen sollte, dann zeigen wir euch jetzt, wie ihr euch da verhalten solltet. Zum Beispiel im Supermarkt. Ich hätte gerne 11 Äpfel. Oder wenn euch zum Beispiel irgendjemand dumm kommt und ihr wisst nicht, wie ihr argumentieren sollt, dann sagt er einfach, was willst du, du Fötze? Kommst du mir gerade dumm oder was? Ich nehm dich richtig auseinander, mache dich fort, ich knall dich weg und dann nehme ich dir die Botten weg. LOL. Gib mir mal eine Butter. Darf ich jetzt wieder reinkommen? Wie ihr jetzt gesehen habt, wir Sachsen sind auch ganz normale Menschen. Ja. Wir sind fleißig. Wir sind sehr nett, sehr liebenswürdig. Und wir sind sehr zuvorkommend. Moin, Alter! Was geht denn? Was geht ab, Alter? Ey Leute, das war unser Video über Gay Porns. Das war unser Video über die Sachsen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir sehen uns auf jeden Fall noch. Bleibt am besten dran. Wir kommen noch viel auf euch zu. Zum Beispiel Schminktutorials mit dem lieben Klee. Oder Gay Porns.